rüber. Okay, Wolf könnten wir. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Dann könnten wir uns einen Wolf schnappen, den dort drüber legen. Ja. Ja, das könnte gehen. Aber jetzt in der Nacht wird der Greif nicht kommen. Das ging nur, weil es mal vorhin eben wirklich gescriptet war. Gut, 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 gut. Auf die Gespenster habe ich jetzt echt keinen Bock, ehrlich gesagt. Und seht ihr, hier gehen die Gespenster immer, oder die Phantome, auf alle, aber die Vasallen machen rein gar nichts. Jetzt haben wir natürlich das Geschenk mit den Phantomen. Wenn die nur das mal schneller machen könnten. Danke, Toxinum. Nehmen wir gerne mit. Jetzt müssen wir da Richtung Abtei. Karte. Dass ich einen ungefähren Anhaltspunkt habe. Wunderbar. Einmal kurz die Heilung. Genau. Da mal vorrennen und dann Richtung Abtei abbiegen. Gut, jetzt einmal so querfeld ein. Dann sind wir auf ziemlich gutem Wege. Und dann hoffe ich, dass wir die entsprechenden Skelette dann auch haben. Bum, bum, bum. Ich gehe jetzt einfach mal so ziemlich zügig in die Abteirichtung.
und beschäftige mich jetzt nicht allzu sehr mit den Wölfen. Das sind ja noch die einfachen, zum Glück. Nehme ich ja dann Wunder, wie es dann in weiteren Gebieten aussieht. Jetzt muss ich da einmal ein wenig an der Seite vorbei. Und bumm. Das ist wunderbar. Wir gehen Richtung Abtei, also das ist schon mal richtig. Jetzt wegen des Auftrages. Genau, das müssten wir auch GeoXen, Guns Grants. Robuste Untote, 9 von 13. Dann heißt es hier mal. Mama, sind das die robusten Untoten? Und jetzt kriege ich. Genau. Genau, die robusten Untoten, es waren nicht robuste Skelette, es waren robuste Untote. Wenn man lesen kann, ist man klar im Vorteil, ne? Gut, wenn wir das gemacht haben, ein Auftrag, jetzt muss ich nochmals schauen, ewiger Riesenfisch. Keine Ahnung, wo die sind, interessiert mich jetzt auch herzlich wenig. Herzlich weniger. Die kreieren bei Tage Guns Grants, das heißt, wir haben genug Zeit. Unterwandert das geheime Treffen. Versucht in der Hauptstadt etwas über die Verwicklung der Erlöse in die Skelettplage in Erfahrung zu bringen. Beweislast. Geflügelter Räuber. Ich würde jetzt mal den machen. In der Umgebung von Gran Soren. Das heißt, wenn ich die Karte mache, dann habe ich den weg. Umgebung mal hier. Mal hier. Und sagen wir noch hier. Das würde ich noch als Umgebung für Gran Soren vielleicht, wenn man sehr weit fächert, noch hier rauf, aber dann jetzt eigentlich auch nicht noch weiter. Jetzt nimmt es mich mal noch was. Nein, ich möchte. Nein! Ich bin mir jetzt gerade am Überlegen, wegen der Karte vom zweiten Teil, ob die Ausgrabungsstätte wirklich der Blauturm ist oder etwas anderes.
Weil ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich die Karte irgendwie mit der aus dem zweiten Teil annähernd wirklich eine Überschneidung hinkriege, die sinnig passen würde. Nein, ich möchte doch kein Gift. Gift ist Pfui. Gift ist Pfui. Also bringt bei mir im Verhältnis zu vielen anderen einfach zu wenig, finde ich. Ja, da kommen wieder ein paar Untote heraus. Das ist ganz okay soweit. Sehr schön. Jetzt Umgebung. Ich für einen gefalteten Brief. Ich würde jetzt vermuten, wenn nicht bei den Banditen hier vorne, dann noch am entferntesten Richtung. What use is chasing after coin when the dragons come to Richtung turn us dort, all to Richtung ash? Berghütte. Was bringt es, Talen nachzujagen, da nun der Drache erschienen ist, um uns alle in Asche zu verwandeln? Das kann ich euch nicht sagen. Ich würde mal sagen, die Hauptaufgabe ist jetzt zu überleben. Wunderbar, wunderbar. Aber gut, wenn wir in Grand Zorn sind, dann könnten wir auch gleich noch. Ja, wir könnten auch pennen gehen. Bis zum Tage. Weil jetzt sind ja nur noch. Ja, Sachen, die wir haben, die so wie ich's vermuten würde, eine Tagangelegenheit ist und nicht eine per se Nachtangelegenheit. Ja, stupid human! Stupid human! Brief. Ja, ich würde vermuten, wahrscheinlich irgendwo hier in einem Hütchen bei einem Banditen. Aber wisst ihr noch, wie ich hier versucht habe, raufzukommen und es am Ende tatsächlich noch geschafft habe? Okay. Hier hat's nichts dergleichen. Da ist zwar ein Kultist, aber kein Kultisten. Schön für dich. Ah!
Gut. Gut. Alter. Gut. Uralte Schriftstücke haben wir, aber das ist halt nicht ein ja, zusammengefalteter Brief. Hier unten. Es waren halt keine Hütchen. Oder etwas dergleichen. Was war hier? Karte. Ah, das war ein Katakombeneingang. Nee, ich sehe jetzt auch keine oder keine logische Wagemut. Die Berghütte denke ich auch weniger. Ich gehe mal rein nach Grand Sorn. Weil ich kann mich da schon noch umsehen, aber ich denke, ich werde nicht wirklich etwas finden, was uns da wirklich weiterhilft in Bezug auf der Quest. Jupp, 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 jupp. Hier sind die Ritter. Schade, dass es halt wirklich nicht wirklich eine Möglichkeit gibt. Ich meine, eine Möglichkeit, um Sachen zu triggern wie einen Greifen. Also es gibt sie mit wahrscheinlich einem Wolfs Goodie zu locken. Aber mal sehen, jetzt muss ich wieder schneuzen. Oh. Verdammter Heuschnupfen. Der ist wirklich ungeil. Und jetzt aktuell, anfangs April, geht's noch. Bei mir wird's dann richtig heftig. Dann so. Ja, eigentlich eher gegen das Ende der Heuschnupfenzeit. Weil dann kommen wirklich die Pollen, auf die ich reagiere. Ich habe den Frühling durch eigentlich keine Probleme. Bis auf meistens ein wenig laufende Nase dergleichen. Aber dann, wenn es eigentlich schon eher die meisten schon durch haben, froh sind, dass es endlich vorüber ist, ist dann bei mir dann so, hallo, ich komme jetzt mit brachialer Gewalt herein. Genau, das war das, das war das, das war das. Schick, aber nein. Jetzt wird es wieder Richtung Tage. Das ist eigentlich per se nicht schlecht. Hello. Hello. Can I help you? Then I bid you farewell. Danke, aber nein, danke. Gib doch da keine Riftkristalle aus. Ich bin mir wirklich am Überlegen, wie ich weitermache. Wie gibt's wirklich nichts dergleichen, das mir Gabe der Kraft, Befreiungstrank, Seelenheil. Blutrotes Tonikum aus verschiedensten Substanzen kredenzt, sollte besser nicht in dieser Form getrunken werden. Das sagt mir aber jetzt herzlich wenig aus. Take all the time you like.
Do come again. Me, I've no iron. The master works all. Kann man den Spukanium? Nope. Kuriose Klaue. Könnten wir sogar noch verbessern. Das ist im Falschen zum Verbessern. Den können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Ich brauche da nicht per se bei den... Es fehlt mir gerade die richtig... die entscheidende Lösung, wie ich das jetzt angehe. Ich würde mal gerne einlagern. Ich meine, das geht so dermaßen schnell. Ich meine, beim zweiten Teil, da musste F drücken, da musste aussuchen, wie viele. Dann, und hier kann ich nur Enter drücken und da geht es über einmal alles hinüber und es ist eigentlich okay. Das brauche ich per se nicht. Heilbrunnen, eine 1 für alle Gebrechen des Körpers, heilt fast alle Schwächungen körperlicher Natur. Druidenpilz, Druidenpilz, würziger Pilz, die wird... Nur hier finde ich wirklich das mit den Rezepten eine Katastrophe, weil du kannst nicht wirklich herausfinden, was wie gleich was. Das finde ich wirklich doof bei dem. Beziehungsweise ich möchte mich hier weniger reinfuchsen. Gut, warte mal, dann mache ich... Nein. Verzeiht mir... A fellow would be smart to get... Just have your pick. What will it be today? Understood. Gut, wir sind jetzt wieder voll ausgeruht. Dann könnten wir... A nightly customer? Oh, we get all kinds in here arisen. But how is it your business? Ein ritterlicher Kunde... Oh, hier kommen alle möglichen Leute her, Erweckter. Aber warum interessiert euch das? Surely it is not jealousy steers your questions. Fine, you needn't worry on that account. Hinter euren Fragen steckt doch nicht etwa Eifersucht. So ein Unsinn. Darüber müsst ihr euch keine Sorgen machen. I have eyes only for the purses of any what pass through that door. Ich habe einzig und allein Augen für die Geldbeutel eines jeden, der durch diese Tür kommt. Hier werdet ihr das Allerfeinste finden. Ein Schönstoff, der geworfen wird, um das Gelände rund um die Einschlagstelle in Flammen zu hüllen. Pulversphäre. Finde ich jetzt eher... Meh. Ganz ehrlich, ich finde es meh, was die hat. Also, ich muss kurz raustappen.
weil ich... Gut, jetzt bin ich wieder drin. Genau hier. Wo war das mit... Oder gibt es die Quest vielleicht gar nicht mehr? Das kann natürlich auch sein, dass das nur so zeitlich limitiert war. Mal untersuchen, keine Aufträge. War das dann doch hier? Ich meine, irgendwo auf der Anschlagtafel habe ich den Auftrag nämlich bewusst sein gelassen. Genau, hier hat es auch keine. Also ich meine, wir hätten noch mit ihr weitergekonnt. Unten bei den Vasallen war auch keine weitere. I have a mention I crossed paths with the dragon once before, back in Aldring. Habe ich erwähnt, dass ich dem Drachen schon einmal begegnet bin? Damals in Aldring. Aldring. Okay. Wo ist Aldring? Ja, der hat immer noch das gleiche Gedöns. I'm sick of it all. The whole stinking lot. Das hängt mir alles zum Hals raus. Dieser ganze stinkende Mist. Schön für dich. Mich nimmt es mehr Wunder, wo ist jetzt der zusammengefaltete Brief? Alter. Habt ihr das auch manchmal, dass einfach so eine Stelle einfach anfängt zu jucken? Einfach so wie aus dem Nichts und dann möchte er gar nicht aufhören? Ich hasse das. Wie ist euer Befinden heute? Das kann ich euch schwerlich sagen, ne? Das sind Berufsgeheimnisse. Das war die mit dem Umstyling. Ja, würde ich auch sagen, dass ihr ein bisschen Abwechslung gebrauchen könntet, wenn ihr so doof hineinspäht. Immer dieser Spanner. Das... Es fehlt etwas. Etwas mache ich mir im Kopf zu schwer. Weil ich sehe da überall was an. Wenn ich die anrede, dann kriege ich keine weiteren Informationen. Dann kriege ich einfach nur so... Ja, ich könnte mich... The way he talks, all in verse like that. Some days I take him for a prophet. Ihr habt mit Baudrick gesprochen? Oder ihm zugehört? Besser gesagt, die Art, wie er spricht, in gebundener Sprache, an manchen Tagen glaube ich, er ist ein Prophet. Und wo ist... Wer und wo ist Baudrick? Das ist der Schwarzmarkthändler... Wo ich, was, im ersten Teil oder im zweiten, wo ich irgendwie durch das, dass ich, indem ich einen Lazarus-Splitter gesammelt habe, dann auf einmal den Erfolg gekriegt habe, dass ich mir eine Fälschung gekauft habe. Eric. Scheint, dass das Glück nur jenen hold ist, die nicht in... die nicht ich sind. Ja, das kann ich dann wiederum nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Irgendwas übersehe ich doch.